Willkommen zum F1-23 Mick Schumacher-Karriere. Wir sind heute in Katar. Es steht ein erneutes Sprintrennen an und ich bin extrem hyped, aber auch ein bisschen scared, muss ich sagen, denn die Strecke kann gut, aber auch sehr hart zu dir sein. Hier ist also Los Sail, 5,3 Kilometer, 16 Kurven, eine DRS-Zone. Das wird tatsächlich sehr, 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 sehr spannend werden, aber die ist auch noch bergab. Das kann sehr cool werden. Das Ding ist halt, es ist eine sehr kurvige Strecke und generell schon als Reifenfresser bekannt. Wir gehen mal rein in unser Quick Qualifying und da muss es natürlich eigentlich eine gute Positionierung werden. Ab in Turn 1 rein, den Scheitel leicht verpasst, musste den Lenker noch einmal kurz aufmachen. Es bleibt bei P17, 16 geht es jetzt mal rauf, auf 13 sogar. Zack, Full Speed. Es ist tatsächlich auch crazy, wie schnell man hier diese Strecke fahren kann. Mein DRS ist kaputt, das ist natürlich auch nicht so schön. Mein DRS ist kaputt, das ist natürlich auch nicht so schön, Leute. Jetzt Full Speed rechts, dann noch einmal von Gas runter, nochmal Full Speed. Das ist echt, du kannst gar nicht zu schnell reagieren, als das Auto schnell ist. Und dass das 4 Zehntel sind, das kann ich auch kaum glauben. Wir sind aktuell auf einem sehr guten 10. Platz. Reicht es hier, um tatsächlich in den Top 10 zu starten? Es ist echt eine harte Sache, generell der KI zu folgen. 9. Platz wäre es mal aktuell. Und das ist mittlerweile schon das Ende von Sektor 2. Jetzt geht es dann in diesen letzten Hardcore-Sektor rein mit den vielen Rechtskurven, die alle Fullspeed sind. Da ist der Unterboden leicht beschädigt worden. Zack, einmal Lenkung auf, Vollgas, das Gas durchdrücken und jetzt eine Mutkurve. Links, wann gehst du hier aufs Gas? Wir fahren mit TSC-Mittel, Selbstschalten, Selbstbremsen, KI auf 95 und natürlich auch auf Traktionskontrollmittel, Selbstschalten, Selbstbremsen. Okay, das war's wieder. Jetzt geht's hier mal, es reicht, um P10, na es ist P11 leider, zu starten. Gucken wir uns mal die restlichen Startplätze für den Sprint an. Nach einem fantastischen Qualifying können wir uns jetzt die Startaufstellung des heutigen Sprintrennens anschauen. Dank einer überragenden Fahrt im gestrigen Qualifying startet Charles Leclerc von der Pole und Lando Norris steht daneben. Im Rest der Startaufstellung haben wir Sainz, Russell, Hamilton, Perez, Verstappen, Oscar Piastri, Fernando Alonso, Gasly, der Goldjunge, Albon, Tsunoda, Stroll, Joe, Bottas, Hülkenberg, Ocon, Ricardo und Logan Sargeant. Und jetzt wird's Zeit, zur Strecke zu schalten. Ich heiße abermals Stefan Römer, willkommen. Hier sind wir also nun im Starting Grid zu unserem Sprint, Leute. Lights out and away we go, Leute. Es geht richtig grottig weg, aber Alonso hat einen noch schlechteren Start. Wir kommen hier kaum nach vorne. Jetzt heißt es natürlich Turn 1 okay machen. Das war gut. Das war sehr gut, Leute. Das ist schon P7. Und jetzt hier vorne Sergio Perez. Oh mein Gott, Leute, hier verbremst. Aber das ist gerade noch so gut gegangen. Das wird trotzdem Hardcore werden. Jetzt gucken wir uns auch mal die Start-Replay an. Denn der Start an sich war jetzt nicht, ja, sagen wir, bombastisch. Aber man muss sagen, dass ich es tatsächlich irgendwie geschafft habe, hier dennoch einen ein oder anderen Platz gut zu machen. Und das ist dann, glaube ich, schon ehrlich gesagt die maximale Leistung, weil das Auto tatsächlich sich nicht so toll hier fahren lässt, dass ich mir das Ganze gewünscht hätte. Hier dann Rad an Rad mit dem McLaren, der hat dann auch den zwei Positionen verloren, weil er außen unbedingt dranbleiben wollte. Das ist natürlich echt auch bitter, wenn das hier passiert. Ja, guckt euch diese Zeitlupe an, wie knapp wir die Track Limits hier ausluten. Erste Runde immer noch, wir haben es geschafft, vor Max Verstappen zu bleiben, sind jetzt hier in einer ungewohnten Umgebung auf P7. Das Ding ist halt, ich weiß ganz genau, wenn die Leute die Race aufmachen können, sind die so unfassbar schnell gerade auf Start und Ziel, dass du dir kaum hier Chancen ausdenken kannst. Max Verstappen saugt sich hier an uns dran, aber reicht es, um hier in Turn 1 an Perez vorbeizugehen?
Und da verbremse ich mich. Ja, Perez will hier ihn noch einmal durchgehen. Ich lasse ihn da auch rechts den Platz zum Atmen. Aber es reicht hier mal, um in dieser ersten Kurvenkombi, Turn 1, 2, 3, an Perez vorbeizugehen. Wir sind aktuell auf dem 6. Platz und das wäre echt schon ein Meilenstein. Das wären sogar 2 Punkte, die wir mitnehmen dürften. Und vor allem natürlich wäre das echt ein Top-Startplatz. So weit vorne zu starten ist immer gut. Da könntest du noch den ein oder anderen Overtake machen beim Start und wärst immer noch an einer sehr guten Position. Da gucken wir uns noch einmal dieses exzellente Überholmanöver an. Wir saugen uns hier an Perez dran. Der zupft natürlich nach innen. Ich gehe hier dann nach außen. Turn 1 natürlich. Kann hier aber ehrlich gesagt nicht richtig den Shuttle erwischen. Verbremst mich leicht. Es geht nebeneinander in diese Kurve rein, aber da hatten wir innen dann die besseren Karten und Perez musste da tatsächlich den Anker werfen und zurückziehen. Wir sind mittlerweile in der zweiten Runde, saugen uns jetzt hier auch noch an George Russell dran. Die Mercedes tatsächlich sau langsam auf den Geraden. Es wird aber nicht ganz reichen, um an den Briten vorbeizugehen. Es sind, ehrlich gesagt, fällt mir auf, wir können gerade so in diesen Anfangsphasen schon richtig gut mit der Konkurrenz mithalten. Das Ding ist halt dann einfach der Reifenverschleiß, aber vor allem auch natürlich so ein bisschen die Konstanz, die mir persönlich und auch das Vertrauen, das mir persönlich noch in den Haas fehlt. Ich meine, viel Vertrauen kannst du in den Auto eigentlich nicht haben. Schon wieder der Unterboden kaputt. Das ist echt bitter. So, es geht hier in die enge Phase. Wir können wirklich George Russell hier folgen und das würde auch das DRS jetzt geben. Ich hoffe nur, dass wir bei Verstappen aus... Nein, das wird sich nicht ausgehen. Ich will nicht, dass das Verstappen auch in meinem DRS ist. Denn das ist dann wirklich immer wieder eine Katastrophe, wenn die Konkurrenz hinter mir im DRS ist. Und das schaut gut aus für Verstappen, dass der auch mega ins DRS kommt. Wir sind jetzt schon auf 9 Zehntel hinter Russell. Der kann hier echt... Oh mein Gott, Leute. So Leute, wir haben mittlerweile einen kleinen Fanclub hier hinter uns. 3 Sekunden fehlen uns schon auf Russell und jetzt heißt es tatsächlich nur noch überleben oder überfahren werden. Links vorne ist der Reifen tot, aber auch unser Unterboden hat leichte Probleme. Ich bin das ein oder andere Mal über den Sausage Cup drüber gefahren. Der Exit aus der letzten Kurve muss sitzen, sonst ist Max Verstappen hier trotz eines hervorragenden Rennens vorbei. Die Reifen sind sowas von durch, der Haas ist noch immer noch ein Reifenfressmonster. Ich muss ja einmal zupfen, aber das ist chancenlos, Leute. Max Verstappen kassiert uns hier, ich würde mal sagen, 5 Meter vor der Ziellinie. Das ist echt bitter, aber ein 7. Startplatz ist immer noch besser als der 10. von vorhin und wir nehmen wichtige 2 Punkte mit und sind auch noch der Fahrer des Tages geworden, beziehungsweise der Fahrer des Sprints. Das freut mich natürlich. Gucken wir uns mal die Startaufstellung an für das Hauptrennen.
Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung der Fahrer nach einem aufregenden Qualifying von gestern zu werfen. Wir haben Carlos Sainz auf der Pole, vor Lando Norris, der von Platz 2 starten wird. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Leclerc, Hamilton, Russell, Verstappen, der Goldjunge, Oscar Piastri, Perez, Fernando Alonso, Gasly, Joe, Stroll, Tsunoda, Albon, Hülkenberg, Ricardo, Sargent, Bottas und Esteban Ocon steht ganz hinten. Und jetzt wird's Zeit, zur Strecke zu schalten. Und hier sind wir nun, Leute, im Starting Grid. Das ist noch viel wichtiger. Lights out und let's go hier ins Hauptrennen von Katar. Wir kommen besser weg als Max Verstappen, auch besser als George Russell. Reicht es hier allerdings an beiden Internans vorbeizugehen. Ich bremse viel, viel später. Komme hier mit einem Rad-an-Rad-Duell an. Ja, mein Leute. Dreimal ist das Auto weggerutscht. Das erste Mal beim Einlenken gab es den Wheelbang mit Hamilton, glaube ich. Dann das zweite Mal weggerutscht und dann noch beim Einlenken das dritte Mal. Das ist tatsächlich neuer Rekord. Wir kommen allerdings trotz dieses Fails auf den dritten Platz nach vorne. Reicht es hier auch noch, um aufs Podium zu gehen? Halleluja, da gehen wir mit einem Snap-Oversteer aus der Kurve raus. Ja, die Reifen sind noch nicht ganz warm, aber natürlich ruiniere ich mir so die Reifen. Das darf mir nicht oft passieren. Es ist natürlich eine hitzige Anfangsphase und ich will so viele Plätze wie möglich gleich zu Beginn gut machen, denn umso länger das Rennen dauert, umso schwächer werden die Reifen und gerade beim Haas ist das ein Riesenthema. Zack. Ja, Mann. Jetzt gehen wir aber mal in die Replay rein, Leute, und gucken, wie toll unsere Anfangsphase war. Ich komme hier eigentlich okay vom Fleck weg, auch Perez hinter mir. Guter Start. Wir setzen uns hier neben. Ja, da gab es aber auch schon mal die Berührung zwischen, ich glaube, das war dann George Russell und Max Verstappen. Und ja, ich rutsche rein. Ich will eigentlich gar nicht in Lewis reinfahren. Aber ich rutschte. Da war kaum Grip da. Und jetzt kann ich auch verstehen, was die Jungs meinen mit Halleluja, da ist kein Grip. Denn das war echt wenig Grip. Wir sind mittlerweile in der zweiten Runde, können noch dranbleiben an Charles Leclerc und an Lando Norris. Beide ja auch am Podium in Imola gewesen. Ich freue mich auch schon mega auf das Rennen in Monte Carlo. Das kann auch sehr spannend werden, aber vermutlich ist da das Qualifying wichtiger wie das Rennen. Jetzt setzt sich Leclerc neben Norris. Allerdings außen wird das reichen. Ich hole die schnellste Rennrunde. Wahrscheinlich auch den beiden Jungs da vorne geschuldet, die mir Double Toe gegeben haben. Jetzt in Turn 1 mal ruhig bleiben, ruhig Blut und mal gucken, was die beiden Jungs da so probieren, was die Jungs aufführen und was ich so ja dagegen halten kann. Aktuell sind sie mal so ein bisschen meine Lebensversicherung, denn wenn dann das DRS aktiviert wird, ja, Track Limits sind glücklicherweise kein großes Ding hier auf der Strecke, wenn dann das DRS aktiviert wird, können sie mir echt aus der Scheiße helfen, denn ich werde das vermutlich nicht allein gegen Verstappen und Hamilton schaffen. Da hinter uns ist das Gelb oder ist es vor uns Gelb? Hä? Da war doch kurz vor uns Gelb, oder? Ja? Wir sind hier mittlerweile aus der letzten Kurve raus und die Reifen sind jetzt schon richtig, richtig am Gammeln. Aber das ist natürlich eine Challenge. Lewis Hamilton drückt jetzt hier ordentlich an. Ich muss hier tatsächlich die Reißleine ziehen, ganz, ganz spät rüberziehen. Denn es ist ja unmöglich, wenn du kein DRS hast vom Vordermann oder kein ERS mehr. In meinem Fall hier ist es wirklich unmöglich, hier jemanden vorne zu halten. Jetzt wollte ich hier den DRS-Trick von Verstappen in Katar in Saudi-Arabien anwenden. Nur ich habe ihn zu spät vorbeigelassen. Jetzt hat er ja also den besseren Exit und noch das DRS-Tank mir bekommen. Da zieht einer links und einer rechts vorbei und jetzt heißt es noch beten, dass da in der ersten Kurve nichts passiert. Und ich gehe hier tatsächlich als erster aus der ersten Kurve raus. Das wundert mich dann schon ein bisschen. Hier will zwar Checo noch einmal draufhalten, hat aber den Oversteer aus der Kurve raus und kann sich nicht halten, Leute. Wir sind also auf P4 immer noch, aber das schon mit einem respektablen Rückstand von 7 Sekunden. Okay, 6,5, aber
Das wird eigentlich pro Kurve mehr. Ich muss mich hier tatsächlich unnormal anstrengen. Die Reifen sind sehr am Abnutzen. Jetzt geht auch da die Spitze an die Box. Ich werde mich da anschließen. Nach 9 Runden und 68% vorne links, glaube ich, kann ich sagen, dass die Reifen ihr Maximum erreicht haben. Die sind komplett durch. Auch das Getriebe scheint wieder angeschlagen zu sein. Doch auf das gucken wir jetzt heute mal nicht und hoffen, dass das mal funktionieren wird. Auf die gelben Reifen, das habe ich mir verdient, keinen weißen. Warum? Weil ich einfach so lange durchgezogen habe, dass das hier reicht, um mit dem Reifen durchfahren zu dürfen. Ich hoffe, dass das reichen wird. Wir gehen mal aus der Box raus, gucken mal, wenn alle anderen drin waren, wenn das Ganze, sagen wir mal, wieder bereinigt ist, Boxenstopp bereinigt ist, wo wir dann stehen werden. Aber vorerst bin ich mal zufrieden, dass wir stabil auf diesem Platz hier sind. Das würde ich mal sagen, ist, okay, P14. Ja, leider vor mir ein bisschen viel. Lewis Hamilton hat durch einen Undercut es auch wieder an uns vorbeigeschafft, aber der war auch viel früher drin als wir. Der Rest ist jetzt mal an der Box. Wir sind fünfter Platz, haben jetzt eigentlich nur durch den Undercut von Lewis den vierten Platz verloren. Vielleicht schaffe ich es ja noch, den zu holen, aber das wird auch noch ein Mammutprojekt. Runde Nummer 12 und es scheint tatsächlich, dass Lewis Hamilton Strategie nicht aufgeht. Der war nämlich schon etwas früher an der Box und wir jagen den siebenmaligen Weltmeister hier durch die langen Links, durch die schnellen Linkskurven, nicht langen Links. Und jetzt der letzte Kurven-Exit muss sitzen. Ich glaube, dann sollte es reichen, um auf Start und Ziel den Briten überholen zu können. Aus der letzten Kurve raus, viel Schwung mitgenommen. Es geht mit DRS und DRS-Hilfe immer näher an das Heck von Ineos dran. Wir saugen uns hier dran, er zupft mal nach rechts, ich gehe natürlich nach links. Wir sind jetzt hier mal außen und das reicht hier mal. Nein, ich musste kurz die Lenkung aufmachen, aber ich war zu diesem Moment schon vorbei. An alle, die jetzt sagen, du hast den neben der Strecke überholt. Ich war ja schon vorbei und musste dann einmal kurz die Lenkung aufmachen. Hier haben wir also dieses Dilemma von ersten Stint. Also ich war hier tatsächlich unnormal unter Bedrängnis, gerade auch Lewis Hamilton. Da ging es zur Sache. Ich habe da mal eindeutig sehr hart verteidigt, aber es gab keine Doch hier gab es eine kleine Berührung, Leute. Da ist tatsächlich ein Teil abgeflogen. Aber ist das wirklich meine Schuld? Das müssen wir auf jeden Fall klären. Und hier dann mein... Ja, ich würde mal fast sagen, erbärmlicher Versuch, George Russell die schnellste Rennrunde das DRS abzuknüpfen. Der hat es gecheckt und hat mich hier beinahe unnormal hops genommen. Und dann zieht einer links und einer rechts vorbei. Es geht dann Richtung Turn 1 und ich kann mich hier, weil sich auch Perez leicht verbremst, kann ich mich hier tatsächlich als Sieger dieses Angriffes in Runde Nummer 9 durchsetzen. Ich bin da echt sehr stolz drauf. Auch ich hatte, ähnlich wie Perez, einen Quersteher, aber Perez seiner war dann halt zur blöderen Zeit, muss ich fast sagen, denn das hat dann mehr Zeit gekostet. Runde 13 dann jetzt hier gegen Lewis Hamilton. Ja, das war an und für sich easy. Ich war vorbei, ihr seht es hier. Und dann mitten beim Einlenken musste ich einmal kurz die Lenkung aufmachen. Aus der letzten Kurve raus und es holpert und dolpert und ich wusste ab diesem Moment auch schon, dass sich Perez hier durchsetzen wird. Der schießt hier aber mit so einem Übergeschwindigkeit vorbei, da kann ich nichts machen. Es ist tatsächlich hier verhext. Überholst du Hamilton grandios und wirst dann von diesen ultra-powerten, overpowerten Red Bull quasi auf der Graben gebankt.
5 laps of fuel remaining. No tyre concerns at the moment, just focus on the driving. Sergio Perez ist tatsächlich verdammt schnell, Alter. Dieser Mann ist unfassbar. Mein Ziel ist natürlich, ihm die DRS-Fenster zu bleiben, denn das ist meine Lebensversicherung. We've only got 2 laps of fuel left. Okay, this is your final lap of the race. Okay, so we're leading our teammate by 20.0 seconds. Ich jag hier Sergio Perez in die letzte Runde rein. Es wäre natürlich so eine Traumstory, wenn das funktionieren würde, dass ich ihn da noch einmal angreifen kann. Wir gucken uns das Overtake noch einmal an. Hier, Perez, ich blinke. Unschwer zu erkennen, dass ich also ein Derate habe. Lade, es geht in diesen letzten Sektor rein. Ich hau nochmal alles rein. Mir sind die Track Limits ehrlich gesagt egal. Ich will hier unbedingt an Perez vorbei. Aber es reicht nicht, Leute. Carlos Sainz gewinnt. Wir waren noch gar nicht so weit weg von der Spitze. Zum Schluss hier tatsächlich eigentlich überraschend schnell. Aber es reicht nicht. Es reicht nicht wegen nicht mal 6 Zehntel. Das ist echt bitter, Leute. Aber es ist immerhin P5 geworden. Der ist tatsächlich auch verdammt stark, wenn man nimmt, wo wir gestartet sind. Freut mich. Und unter dem nächtlichen Wüstenhimmel gewinnt er den Grand Prix von Katar. Was für eine Leistung! Sag mir, Stefan, wie haben Sie sich heute den Sieg geholt? Der Zustand der Reifen hat bei diesem Ergebnis eine zentrale Rolle gespielt. Wie immer geht es nicht nur darum, schnell zu sein. Man muss diese Geschwindigkeit auch während eines Stints und über die ganze Renndistanz halten können. Man muss also schnelle Rundenzeiten fahren, sachte steuern und die Reifen schonen. Diese Dinge haben das Rennen heute entschieden. Und wir sehen ein Team, das auf dem Siegertreppchen kein Unbekannter ist und erneut den Platz an der Spitze belegt. Ein grandioses Rennen und ein beeindruckender Sieg für Ferrari am heutigen Tag.
Und hier haben wir also nun das Final Klassement. Wir enden all in all mit sehr, sehr starken 12 Punkten. Die 5 meisten Punkte an diesem Wochenende, ja, Nico, komplett zum Vergessen. Für heute war es das Mal. In der Weltmeisterschaft sind wir nun mit auf dem 5. Platz mit 206 Punkten. Ist das echt eine unfassbar starke Leistung. Charles Leclerc aktuell WM-Führender, auch in der Konstrukteurs-WM halten wir uns ganz stark an unserem 5. Platz fest. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Gibt kaum Upgrades. Es gibt für Chassis, Strapazierfähigkeit und Antrieb natürlich für die nächste Season wieder deutliche Änderungen im Regelwerk. Das juckt mich aber nicht. Abonniert gern kostenlos. Schaut später gern vorbei in unserer Road to F1 24 und auch gerne auf TikTok und Instagram. Bis dahin und danke fürs Zugucken.